geführt. Tja, zwei Kandidaten, die sich nichts schenken. Das ist nicht unter Wahlkampf 2.0 zu verstehen. Da geht es vielmehr um die Wahl der Waffen. Und die heißen heute nicht nur Flyer, Spot und Wahlplakat, sondern Podcast, Chat und Internetblog. Denn wem die jungen Wähler ins Netz gehen sollen, der muss erstmal selbst hinein. Andreas Künast über das Virtuell-Duell. Das war Wahlkampf analog. Die Politiker in Groß- und Farbdruck. Interaktion ging höchstens so. Das ist Wahlkampf digital. Die Kanzlerin verrät ihre Lieblingsmusik, die Beatles, ihr Hobby, Kochen und ihren Traum, einmal mit der transsibirischen Eisenbahn fahren. Und Merkel sendet selbst. Premiere auf CDU-TV, das erste Sommerinterview fürs Internetfernsehen mit der Bundeskanzlerin. Frau Merkel, das erste. Die Selbstdarstellung im Internet ist aber auch ein Risiko. Es schlägt zurück, wenn es darf. Wirklicher Dialog oder wirkliche Beteiligung, zu dem die Netznutzer durchaus bereit werden, findet eigentlich außer bei der Piratenpartei, bei den großen Parteien nicht statt. Der Kandidat zeigt Kinderfotos, bekennt sich zu den Rolling Stones, eindeutig eher Stones und bloggt sogar. Leider musste der 20.15 Uhr Krimi für mich ausfallen. Ich habe im Willy-Brandt-Haus noch lange mit meinem Team zusammengesessen. Dabei weiß jeder aufgeklärte Netzbürger, dass weder Steinmeier selbst bloggt, noch Merkel selbst gruschelt. Gruscheln ist so ein Merkmal in sozialen Netzwerken. Man kann jemandem eine Zuneigung zeigen oder durch einen Knopfdruck erklären, dass man an ihn denkt. Und bei Frau Angela Merkel dachte ich immer, das wäre ein Roboter. Aber da scheint es tatsächlich einen Mitarbeiter in der CDU-Zentrale zu geben, der bisher 50.000 Menschen zurückgruscheln musste. Politiker möchten die Kontrolle behalten, auch im Internet. Bei Abgeordnetenwatch zum Beispiel dürfen Bürger alles fragen. Und Angela Merkel antwortet nicht. Das überrascht auch nicht, weil sie seit 2,5 Jahren leider keine Fragen auf Abgeordnetenwatch beantwortet. 369 an der Zahl. Und sie hat noch keinem einzigen Bürger aus ihrem Wahlkreis Nordvorpommern, Stralsund und Rügen Rede und Antwort gestanden. Und noch etwas kann man im Internet nachzählen, die eigenen Fans. Bei StudiVZ finden 61.392 Leute Merkel gut, Steinmeier nur 16.137. Da ist die virtuelle Welt genauso unbarmherzig wie die echte.